Damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Krisha und heute zocken wir Dark Envy Director's Cut. Es ist ein kleines Indie-Studio namens Event Horizon, welches dieses Spiel gemacht hat. Es ist am 24. Oktober 2023 erschienen, also ist jetzt nicht mal ein Jahr alt. Hat sehr gute Bewertungen bei Steam, also so knapp 80% positiv. Und ist ein Real-Time-Tactics-RPG bzw. CRPG, könnte man das auch nennen. Das heißt, man könnte es mit Baldur's Gate vergleichen, aber zum Unterschied, dass ja die meisten CRPGs wie Baldur's Gate oder halt dieses Warhammer, wie hieß das? The Rogue Warhammer oder sowas? Muss man gleich gucken. Warhammer. Oh Gott, wo war das? Ah, Rogue Trader hieß das, genau. Genau, also die sind ja rundenbasiert. Das heißt, erst bist du dran, dann sind die Gegner dran, dann bist du dran, dann die Gegner. Und das geht dann immer so weiter. Also, wenn du halt im Kampfmodus sozusagen bist oder es zum Kampf kommt. Hier ist halt der Unterschied, das ist Real-Time-Tactics, also RTT. Und das heißt, ihr spielt halt das so ähnlich wie ein Desperados zum Beispiel. Das heißt, alle Züge, die ihr macht, sind halt in Echtzeit. Also so ähnlich wie Echtzeitstrategie, sage ich jetzt mal. Bloß, dass das halt ein Taktikspiel und kein Strategiespiel ist. So, dann starten wir mal direkt rein, machen wir ein neues Spiel. Ah, okay, dann machen wir natürlich erstmal einen Charakter. So, geil. Ich würde sagen, wir stecken jetzt diesmal nicht so viel Zeit hier mit rein. Ich will hier so ein bisschen durch hier. Hier, das sieht doch nice aus. Hier sehen, muss ich auch sagen, Team ist halt wie groß. Ich glaube, dass ich das mal neulich gelesen habe, das Team war 13 Mann groß. Also, das ist insane, dass man halt so ein Spiel nur mit 13 Leuten produzieren kann. Und vor allem das dann auch noch selber published. Also die hatten nicht mal einen Publisher. Ja, nehmen wir das. Augenfarbe. Ah ne, das ist Augenbrauen, nicht Augenfarbe. Ich hab falsch gelesen. Nehmen wir mal so. Gesichtsbehaarung hier irgendwie. Ne, das sah schon ganz gut aus. Das hat gepasst auf jeden Fall. So hier. Make-up-Typ, okay, ne, das brauchen wir nicht. Wunden. Einfach so eine kleine hier, so eine Wunde. Kriegsbemalung machen wir nicht. So, dann machen wir weiter. Okay, klasse. Was hätte ich denn Bock? Also anscheinend sind hier auch die ganzen Lasten, haben jeweils immer zwei Fähigkeiten. Also ich mag ja ingenieurmäßig. Oder Waldläufer. Obwohl ich auch gerne Krieger haben würde, einfach zum Tanken. Was kann der Ingenieur? Okay. Das ist einfach Damage. Ja. Ladungszene, Betäubung, 2 Sekunden beim Eintreten, bla 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 bla. Aha. Hat, bringt das Projektil auf einen zusätzlichen Gegner im Umkreis. Mhm. Also der betäubt halt Gegner. Ja, nehmen wir. So, und es gibt ja hier ein noch Subklassen. Das heißt, Technomant gibt es dann, Inquisitor und Konstrukteur. Kann ich das jetzt schon? Ne, muss ich das jetzt schon auswählen? Ne, muss ich nicht. Das steht ja da, verfügbar ab Level 7. Also ich muss den erst auf Level 7. Hochstufen, sag ich mal, oder leveln. So, hier ist halt die Frage, was das alles macht. Waffenschaden, Crit-Chance, Gewichtskapazität. Macht dazu. Tempo ist Angriffstempo, Abklingszeitreduktion. Okay, das nicht bedingt. Fähigkeit, Gewichtskapazität und mehr Leben. Kraft ist Max Mana und Fähigkeiten macht. Ich glaube, das ist das, was ich bei dem auch brauche, ne? Tatsächlich, oder? Wo steht denn das da? Ich meine, das sind ja Fähigkeiten in dem Sinne. Aber hier steht auch Waffenschaden zum Beispiel da. Hm. Meisterschaft, LP-Regeneration und Mana-Regeneration. Aha. Das heißt, ich habe jetzt hier 9 Punkte oder was? Ja, genau. Okay.
Dann würde ich sagen, normaler Angriff. Ich weiß ja nicht, wie oft man diese Fähigkeit machen kann. Hier steht ja auch Haupthand. 35 Schadensergebnis anhand der Rüstung des Zieles. Feuerschaden oder was? Ja, genau. Das ist Feuerschaden. Schaden und Angriff. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal Macht dazu mache. Ne, da geht der Schaden aber von der Hauptwaffe nicht hoch. Was ist, wenn ich diese Kraft nehme? Ne, das auch nicht. Also ich will auf jeden Fall, dass ich mit der Hauptwaffe mehr Schaden mache. Dann, dass ich mehr Leben nicht unbedingt. Fähigkeiten Macht, würde ich sagen, machen wir auch mal zweimal hoch. LP-Regeneration und Mana-Regeneration machen wir mal einmal. Ausdauer. Dann machen wir noch einmal Macht. Dann das hier einmal und das hier einmal. Und dann vielleicht noch eins auf Abklingszeitreduktion oder dann noch ein bisschen mehr. Obwohl Leben ist ja eigentlich totaler Quatsch, ne? Dem Angriffstempo. Ja, nehmen wir mal Angriffstempo. So, dann machen wir mal weiter. Ausrüstung. Aha. Forscher-Set. Schocksoldaten-Set. Front-Set. Ich bin schon. Wäre schon wirklich für Gewehrschützer. Okay, machen wir mal weiter. Übersicht, ja. Achso, ich habe gleich zwei Charaktere. Ich muss die beide bearbeiten, oder was? Ach so. Okay. Ja, okay, das ist ja natürlich cool. Machen wir das hier. Hautfarben. Mal so hier. Oh Gott. War ich hier? Ist hier eine weiß. Oh ja, das ist cool. Warte mal, die Haut, die fand ich ganz cool. Das ist furchtbar. Das ist auch cool. Ja, machen wir uns hier so eine Siri. Dass ich jetzt weiß, was für eine Augenfarbe die hat und so. Aber. Oh, das sieht nice aus. Man kann die auch weiß machen. Ja, sehr gut. Augenfarbe machen wir irgendwie. Irgendwas Bläuliches. Jo, das sieht nice aus. So, Make-up. Ich glaube, ich auf Make-up verzichten. Oh Gott, sieht wie ein Clown-Make-up aus. Oder wenn dann irgendwas Schlichtes. Das sieht okay aus. Das ist auch ganz nice. Nehmen wir mal das hier und dann können wir auch die Farbe einstellen anscheinend. Ja, ich lasse die schwarz. Lassen wir auch schwarz. Wunden. Machen wir so eine kleine. Kriegsbemalung machen wir nicht. So, und Klasse, die wird. Ich würde eigentlich schon noch gerne Krieger haben, ne? Ja, machen wir die Kriegerin. Wächter, Auftragsmörder und Klingenmeister haben wir dann. Ich denke mal, ich werde dann Wächter nehmen. Aber das ist sowieso erst auf Level 7. So, dann. Wir geben dir auf jeden Fall fett Leben. Das ist so einer der wichtigsten Werte, würde ich sagen. So, hier viermal, ne? Dann geben wir der. Max Mana ist, glaube ich, nicht so wichtig. LP-Regeneration auf jeden Fall. Mindestens zwei oder dreimal. Und Waffenschaden. So. Dann Ausrüstung. Auf jeden Fall irgendwas mit einem Schild. Ja. Ja, auf jeden Fall was mit einem Schild. Und dann machen wir Go. Ich denke mal, wir spielen einfach auf normal. Dann machen wir bestätigen. Hat ja schon wieder ewig gedauert, aber ich wusste gar nicht, dass man gleich mit zwei Charakteren startet. Aber das ist eigentlich auch cool gemacht. Irgendwo in der Wüste.
Jarn was a habitable planet, orbiting the G-type dwarf star, with billions of years of stable fusion ahead. Located in the outer reaches, it was shielded from the galactic center and its energy jets. However, hidden from plain sight, an anomaly of the very essence of the universe lingered just above Jarn. Precisely at a point where tidal forces of the planet and its moon averaged out, a super-dense speck of exotic matter marked the fluctuation in space-time geometry. Was it a feature or a bug of this mana-powered world? The same natural selection that created proud and often quite brutal individuals on Jarn imprinted their mark on far deadlier ecosystems, billions of light years away. A monster civilization that transformed themselves into post-biological, energy-based entities, feeding themselves on the energy of the whole galaxy. They consumed every creature, planet, star, black hole, and individual molecule. Then they feasted on a supermassive quasar located in the center of this now devoured galaxy. Even the most advanced species had no chance in a clash with such an enemy. But like everything in the universe, those creatures had been bound by strict limitations of physics, distance, and time. Jarn remained safely out of their reach. So far, at least. Our two unlikely heroes, adventurous relic hunters, remained blatantly ignorant of all those facts. Their home, a settlement known only as the City of Bones, sat safely in the desert region of this planet, surrounded by nothing but sand, ruins, and artifacts, left by the mysterious Ancients. That harmony was not to last, as dark evil forces had already been put into motion, and war raged over the horizon. Okay. Es gibt super Aliens, die ganz böse sind, und unsere Regierung, der ist auch böse. Gute Sache. Lokales und internationales Problem. Oder galaktisches Problem, sagen wir es mal so. Oh, hat er Loot? The damn scorching breath of the desert. It even smells like death. For years this place was completely deserted. Now this. Now I know why the captain sent us here. Well, at least we know this guy won't be causing us any problems. Let's get going. But stay alert. Something feels way off here. Das ist auch auf jeden Fall geil. Ein kleines Indie-Studio und trotzdem gibt es Cutscenes. Oh Gott. Habe ich auszusehen. Okay, Kamerabewegung. Bla bla bla. Mit WASD, das ist schon klar. Halte Alt gedrückt, um die Kamera zu drehen. Aha, okay. Dann können wir noch rauszoomen. Nicht so weit, aber genug. So, alle Tutorials finden sich im Codex. Okay. Dann gehen wir mal weiter. So, hier sieht man ja direkt, das ist sozusagen der... Wann sie uns sehen werden. Ab wann, die Skorpione. Alle Gegner, die sich in, im Kampf befinden, haben eine genaue Ortungsreichweite. Sobald ich daran befindest, wirst du gesehen, und der Kampf startet. Ja, so. Also noch... Das ist... Der Kampf startet noch nicht. Aber ich kann die ja einzeln auswählen, ne? Kann ich die auch mit Steuerung markieren? Ja, tatsächlich. Das heißt, ich habe den jetzt hier auf 1 und sie auf 2. So, und bei ihr wollte ich ja... Aha, okay. Das ist, ich kann hier die Reichweite auswählen. Von der Crew-Fähigkeit. Achso, der schießt automatisch. Klicke mit der rechten Maus aufs Gegner, um anzugreifen. Aha. Möchtest du eine Fähigkeit nennen? Klicke auf den Symbol, entsprechende Taste. Ja, ja, dann nehmen wir... Wir nehmen den Kollegen hier. Und machen dann einmal Q. Und einmal E. Und dann nehmen wir sie, gehen mit ihr vor
Und machen die E-Fähigkeit schon mal. Und die Q-Fähigkeit geht gerade nicht. Ah, ist egal. Halte die linke Maus gedrückt und ziehe die Form einer Zeichenfähigkeit. Ja gut, ich habe so eine Fähigkeit gar nicht, oder? Mit der rechten Maus auf den Gegner muss ich auch mindestens eine Fähigkeit einsetzen, bla bla bla, das haben wir schon. Viele Fähigkeiten und Effekte sorgen für Status ein. Und Charakter wird im Status der Symbolen in der Nähe gezeigt. Ja gut, das wissen wir auch schon, dann können wir das hier noch machen. Nee, noch nicht. Macht mal hier die Fähigkeit jetzt, bitte. Ach so, ich muss hier das zeichnen. Deswegen hat er mir das vorhin gezeigt. Aha. Okay. Alles klar. Aber das hat mir keinen Schaden gemacht, ne? Diese Zeichenfähigkeit. So, jegliche Änderungen an LP und Lebenspunkten als Charakter werden auf der LP-Leiste angezeigt. Okay, das ist das hier. Das ist die graue Teil der LP-Leiste, stellt ein Magierschild da. Okay. Rote Teile sind Crit-RP, sie können sich weder generieren noch mittels Fähigkeit wiederhergestellt werden. Wird zu Crit konvertiert. Okay. So, elementare Statuseffekte haben jeweils ein Gegenspieler. Frostbeule, Brand, vergiftet Ladung. Wenn diese Paarungen aufeinandertreten, heben sie sich gegenseitig auf. Okay, das sind halt einfach Buffs und autonom, aggressiv, autonom. Das sind die Haltungen. Die Fähigkeiten und Effekte sorgen für den Status. Ja, das weiß ich auch schon. Ja, das kenne ich doch schon. Ach so, hier. Der taktische Modus zu Beginn des Kampfes ist automatisch aktiv. Also 12% Verlangsamung, dann kann man Pause auch machen. Das heißt, es ist zwar Realtime in Anführungsstrichen, aber man kann die Kämpfe trotzdem pausieren. Und dann kann man auch normal spielen. Okay. Klick auf den Gegner um sein Pop-up. Aha, okay, hier sind dann Gegner, hier ist ein Teleport. Wir laufen. Achso, das ist ein Wegpunkt. Achso. Okay. Wir gucken uns erstmal hier oben um. Achso, hier sind auch Gegner. Okay. Deckung. Einheiten Deckung sind allein für das persönliche Schaden durch Fernkampfangriffe. Deckung können sich zu vielen Dauer zerstört werden. Achso, man kann sich auch verstecken, also so wie in X-Com. Okay. Bietet keinen Schutz für Einheiten mit Nahkampf. Ja gut, das ist verständlich. So, dann würde ich sagen, wir warten noch mal kurz. Genau, was gibt's hier? Eigentlich sind wieder nur die Viecher. Dann würde ich sagen, ah ne, so weit kann ich gar nicht mit dem zeichnen, oder? Doch, kann ich. Oh, scheiße, jetzt bin ich aber... Ja. Ah, die ist tanky. Das passt. Aber hier ist irgend so ein komischer Treibsand oder was auch immer das ist. Muss ich da rausgehen? Warte, das war falsch. Ich habe jetzt sehr, sehr wenig Schaden genommen. Aber Damage habe ich dazu genommen. So, dann haben wir hier die Beute. Sehr schön. Und wir haben eine Kiste. Die nehmen wir auch. So, das hat mir einfach... Okay, ich dachte schon, ich werde irgendwie aufgesaugt, aber das ist einfach nur Bewegungstempo wurde reduziert.
Achso, okay, wir haben jetzt hier auch natürlich unser Inventar. So, dann haben wir... Was ist das hier? Imperiale Plusplatte. Nee, das ist nicht so gut. Das gibt nur Crit. Einfache Stiefel, 2,5. Einfache Lederstiefel. 9 Rüstung und 13. Das andere müsste bestimmt Magieresistenz sein, ne? Warte mal. Das hier, genau, Magierüstung. Zusätzliche LP, die immer nach einem Kampf regeneriert werden. Mhm. Genau. Also es ist eher wie ein Schild. So, das heißt, dem können wir die Rüstung hier geben. Einfache, was haben die nochmal gehabt? Einfache Lederstiefel 9,13. Also der hat die schon, okay. Eisengold. Und hier kann ich ihr die einfachen geben. Weil die hat diese... Also Lederstiefel, die sind besser gewesen. So, und dann können wir auch weiter. Dann würde ich sagen, platzieren wir den Kollegen mal gleich hier hin. Mal anfangen und dann platzieren wir den... Achso, okay, der duckt sich selber. So, dann kommt dran. Ne, wir brauchen hier. So, warte mal, wir können das hier explodieren lassen. Geh da raus, geh da raus. Oh mein Gott. Nein, oh mein Gott, ich habe das immer verwechselt. Komm. Okay, passt. Ja, das war jetzt nicht optimal gespielt, aber das wird in der nächsten Zeit oft das passieren. So. Okay, gehen wir mal weiter. So. Was haben wir hier? Kann ich mich hier verstecken wieder? Nee. Also als allererstes machen wir... Warte. Wir nehmen den Kollegen. Machen die Fähigkeit hier erstmal. Dann nehmen wir sie und chargen hier ran. Gleich. Bam. Okay, nice. Warte mal, ich muss sie auf 1 machen. Ah ne, das geht gar nicht. Ah, okay, nevermind. Ich dachte, ich habe das vorhin selber gemacht. Aber anscheinend ja nicht. So, was ist das? Heilbrunnen. Heilen die sich beide, oder? Ah ja, die heilen sich beide. Und das Spiel wird automatisch gespeichert. Der grüne... hier. Ich habe es jetzt zweimal benutzt. Und hier, da ist noch ein grüner Balken und da ist ein grüner Balken. Also ich kann es noch theoretisch zweimal benutzen, wenn ich will. So, die ganzen Kisten sind ja nicht dafür da. Okay, da sind Gegner und hier oben sind Gegner, oder was? Habe ich das jetzt falsch gesehen? Ne, hier ist gar nichts. Ich laufe einfach hier rein. Hier ist nämlich eine Truhe für uns. Und irgendeine Notiz. Handgeschriebene Notiz mit einem schlecht gezeichneten Porträt. Nehmt euch vor diesem Typen in der Nacht. Er ist ein Lügner. Versprach gute Ware, gab uns irgendein falsches Zeug. Treibt keinen Handel mit ihm. Leider hat das Porträt nicht mal etwas Menschliches an sich. Ja gut, aber... Ich würde das Porträt trotzdem gerne sehen. Aber na gut, anscheinend gibt es da keins. So, dann gehen wir mal weiter. Hier ist irgendeine Tür, die anscheinend... versperrt ist, also blockiert durch eine andere Einheit. Ach so. Warte mal, was ist hier? Nee. Also hier ist... Ah ja, okay, wir haben Wegpunkt freigeschaltet, sehr gut. Warte mal, kann ich das nicht irgendwie drehen? Ah ja, stimmt doch, ich bin bescheuert, ich habe schon vergessen. Ich kann ja mit Alt drehen. Na gut, wir gehen jetzt aber nicht nach oben, sondern wir gehen ja jetzt hier nach links, würde ich sagen. Und vorher machen wir nochmal das Inventar auf. Was gibt es hier? Ausweichchance, Max LP und Schaden zu kritischer LP. Ja, das ist definitiv für meinen Krieger.
So, und sonst haben wir noch einen Plattenhelm. Faden zu kritischer LP. Ja, das nehmen wir auch auf den Krieger drauf. Das sieht ja witzig aus. So, okay, let's go. Dann kann der Kollege sich hier wieder verstecken. Und sie kann hier wieder reinchargen. Warte mal, aber vorher. Hä? Achso, ich muss ja zeichnen. Vergesst das immer wieder. So. Hä? Okay, nice. So, was gibt's hier? Hä? Gründlich geplündert. Wer ist? Von wem denn? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das ist doch kein... Das ist doch kein Online-Game. Okay. Ja gut, dann ist das halt so. Dann ist es halt geplündert. So, hier können wir nicht lang, ne? In diesen Schacht. Das ist anscheinend verschlossen. Oder in diesen... Keine Ahnung, Untergrund, wie auch immer. Gehen wir mal weiter. Sounds interesting. Hä? Was? Wo denn? Okay. Ja, dann... So. Und du chargst jetzt... Hä? Nee, das habe ich jetzt nicht gemeint. Jetzt kommen wir jetzt mal her. Hör mal auf, hier zu verlangsamen. So, mach die mal kaputt, bitte. Dankeschön. So, und dann gehen wir mal zusammen hin. Mir ist ja gar nicht aufgefallen, dass da irgendwie Gegner waren. War das wie so ein Hinterhalt oder was? Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass der Boden irgendwie rot war. Komisch. Naja, egal. Ja, yeah, das ist einfach ein Schatten. Hier ist noch... Ja, aber hier ist ja mal so eine... explodierender Kaktus. Da sind hier bestimmt Gegner, ja. So, sind das wieder Skorpione? Scheint ja. So, hier machen wir mal... Ja, was machst du denn, Kollege? Hör auf! Um Blitzen zu machen. Achso, ich kann mich jetzt mit dir nicht bewegen, egal. Aren't those Empire tents? What are they doing here? Hm. Well, they're not camping, that's for sure. Thank you for the valuable input. Versammle den Truppen vorzufahren. Ja, von mir aus. Das ist eine Truhe. Okay, nehmen wir. Hä? Schon wieder? Alter! Warum zum Teufel machst du sowas mit mir? Alter, bleib stehen. Bleib einfach stehen, Kollege. Alter. Will ich jetzt verarschen? Sterbe ich jetzt direkt am Anfang, oder was? Ja, das ist, hier glaube ich nicht wirklich machbar. Außer wenn ich jetzt hier die ganze Zeit dem Mist ausweichen würde. Alter, was? Wie viele sind da? Nee, nie im Leben. Kein Fall. Wie soll ich denn dem Mist überleben? Nee. Das sollte ja anscheinend so sein. Okay.
Ein neuer Gefährte hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Ah ja, das hört sich gut an. Aber das wird mir nicht viel bringen. Wenn die da vorne ist und komplett allein. Ach so, die hat 10.000 Fähigkeiten. Aber mein zweiter Kollege wird jetzt... Wow, ich kann mich nicht bewegen. Ich weiß nicht mal, was ich... Was zum Teufel soll ich denn bitte hier machen? Alter, was ist das? Ich weiß ja nicht mal, was die für Fähigkeiten hat. Ja, der andere ist auch tot. Ja, die ist aber übelst überlevelt, deswegen kann ich mit der anscheinend nicht sterben. Hoffentlich. Warum habe ich jetzt hier... da keine Tasten mehr benutzen kann? Aha. Deeper and deeper every day. Yeah, spreading across this land like parasites of an old plague. A foe to the Empire. And by extension, your now unexpected ally. Even if I tried to avoid skirmishes, I knew I'd soon find myself in one. Just like you, I suppose. The elders in our city would call it the signs of the times. Indeed. Signum temporis. Anyway, I'm glad to be of help. Need to travel back to the North Coast, and officially, you have never seen me around, as I obviously was never here. Oh Leute, schon wieder. Ja, bin ich jetzt schon wieder im Kampf, oder was? Nee, okay. Hab ich nur verklickt. Hä? Also das Beschworene von der ist immer noch da. Aber das kann ich jetzt nicht mehr steuern. Okay. Gut, wir gehen jetzt erstmal die ganzen Beute einsammeln, wenn hier nicht, wenn hier noch mehr ist. Ja, das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen weird. Also, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, dass wenn ich die irgendwie früher getroffen hätte und ich die Fähigkeiten hätte irgendwie durchlesen können. Oder eine andere Methode. Dass ich halt einfach hätte meine Charaktere irgendwie retten können, aber das war ja absolut nicht machbar, sagen wir es mal so. Also außer vielleicht den zweiten, also der erste Charakter wäre so oder so verreckt, der zweite vielleicht nicht. Aber der erste Charakter wäre auf jeden Fall verreckt und deswegen ist das ein bisschen, ja, komisch, die Szene gewesen. Hier gibt es nichts mehr, ne? Okay, ne, hier gibt es nichts mehr. So, da haben wir da nochmal eine Kiste. Neues Schild. Begegnungsbarrieren sensieren einen schwierigen Kampf. Sobald du den Kampf innerhalb der Barriere beginnst, kommst du nicht mehr aus dem Bereich heraus. Verbündete Einheiten können sich dem Kampf jedoch weiterhin anschließen. Aha, also hier kommt ein schwerer Kampf. Ja, da würde ich sagen, dann machen wir den noch. Und dann reicht das fürs erste Anspielen. So. Wir gehen jetzt aber erstmal ins Inventar. Und wir haben hier neue Waffen und sowas. So, was ist mit dem Schild hier? Das Schild hat mehr Max LP. Allgemein mehr Max LP. Und Feuerresistenz und Frostresistenz. Aber weniger Magierüstung. Das macht nichts. Ich ziehe das trotzdem an. Sieht auch echt ganz nice aus. War ein bisschen klein das Schild, aber egal. So, und jetzt die Hauptwaffe.
Feuerschaden, Angriffsstärke oder sowas, 0,9. Und die normale Stärke ist ein bisschen niedriger, also ein bisschen sehr viel niedriger, aber dafür mehr Crit, Mana-Entzug und Crit-Schaden. Ja, nehmen wir. So, nehmen wir rein. Und das war's, ne? Hier brauchen wir auch nichts. An dem können wir jetzt benutzen. Warte mal, Attribute. Ne, wir sind ja nicht aufgestiegen. Fähigkeiten können wir dann bestimmt später skillen. Man hat auch passive Fähigkeiten später. Okay, gut. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in den Kampf hier. Hä? Ich dachte, der Kampf startet dann direkt. Okay, weird. Achso, da oben ist auf jeden Fall ein Kampf. Hä? Kann ich den jetzt nicht nehmen? Jetzt, okay. Würde ich sagen, der Kollege versteckt sich. Hallo? Versteckst dich hier? Obwohl, ne, warte mal. Er versteckt sich. Versteckt sich lieber hier. Den hier. Oh, 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 da kommt ja irgendwas. Kommt ja irgendwas. Geh mal weg, Kollege. Geh raus, geh raus, geh raus. Achso, das war... Okay. Komm, ach so! Oh mein Gott. Kam jetzt noch von hinten was. Ja, okay, macht nichts. Wir haben eh was zum Hochheilen. Kommen jetzt noch mehr oder nicht? Oder ist die Barriere jetzt weg? Nee, die Barriere ist weg. Und da ist aber auch irgendwas. Große Tür. Wir halten uns erstmal hoch, würde ich sagen. Warte, den Wegpunkt haben wir auch schon genommen. Okay, wir können jetzt entweder nach oben... Oder, ja, da ist schon der nächste Kampf. Oder wir nehmen diese große Tür. Hört sich eigentlich auch nicht so schlecht an. Ich würde sagen, wir nehmen die große Tür. So, dann haben wir vielleicht eine Cutscene oder so. Ja. Then I pulled the gun on him and shot him right in the gut. That cheating good for nothing bastard got what he deserved. Hey! Who goes there? More scavengers. Boss, we got company. So I see. That's close enough, you two. We're not allowed to let any more archaeologists down there. And who's telling you not to let anyone pass? The people who are paying us. It's the Empire, isn't it? We've seen their outposts on our way here. So, what are you gonna do if we try to go down there? Calm down, Jeremy. He's just asking. All you need to know is they're paying us to make sure no one's snooping around. Aha, okay. Und jetzt kommt hier, oh, gibt's auch Story-Entscheidung. Moralentscheidungen erschaffen Story-Abweichung. Abweigung. Hier deine Reise gestalten. Sie ändern die Überzeugung deiner Charaktere und haben eine Auswirkung auf das Ende. Alles klar. Anleihen gehen und ihn konfrontieren. Wieso? Ich, so stark bin ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, wie stark die sind. Also wir versuchen Handel. Alright. You've got yourself a deal. Come on, let's get out of here before the soldiers come back. We'll be seeing you later, though. Ey, wenn der Loot gut ist, kann man die immer noch verarschen. There goes my drinking money. Aber dafür mussten wir jetzt nicht sinnlos kämpfen. Yeah, I guess. I just hope they don't cause any more problems. We need to get inside and make sure it's all secure in there. Okay. Gotcha.
Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal fürs erste Anspielen. So, mein erster Eindruck, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ganz nice. Also Performance ist super. Ich finde es klasse, dass es halt nicht wie bei Warhammer ist, also bei diesem Warhammer CRPG, dass es da halt gar keine Dialoge gibt, beziehungsweise sehr, sehr wenige. Du hast hier wirklich immer Dialoge, das heißt, du musst nicht so viel lesen. Ich finde zwar natürlich bei Pen und Paper ist das was anderes, klar, aber bei Pen und Paper hast du ja auch sowas wie einen Erzähler, beziehungsweise einen Dungeon Master, und der erzählt ja dann die Geschichte. Deswegen immer, wenn ich solche CRPGs und sowas spiele, habe ich es halt wirklich gerne, wenn man entweder einen Erzähler hat, oder man hat einfach Charaktere, die halt miteinander die ganze Zeit interagieren, so wie es hier auch der Fall ist. Also die zwei interagieren ja selbst miteinander meistens auch. Wenn man irgendwo reinläuft, unterhalten die sich. Und wenn man auf einmal auch neue Charaktere trifft, muss man nicht erstmal eine Wall of Text lesen. Das ist so meine, das, was ich präferiere in solchen Spielen. Und das finde ich auf jeden Fall cool. Dass das so ein taktisches, sag ich mal, der taktischer Kampf ist, den du immer so umstellen kannst, zwischen normal, taktisch und vor allem auch pausieren kannst, finde ich sehr, sehr cool. Dadurch hast du halt viel mehr, also du kannst halt dann entscheiden, ob du halt die ganze Zeit halt in Realtime spielst oder halt nicht letztendlich. Und das ist schon für mich, sag ich mal, für einen nicht unbedingt Anfänger in diesem Genre, denn ich habe damals auch Desperados 2 gespielt, aber das ist auch schon gefühlt 20 Jahre her, was ich halt als Kind gespielt habe. Deswegen, ich muss mich in dieses Genre jetzt wieder ein bisschen reinfuchsen. Aber mir macht es auf jeden Fall Bock. So, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr Bock drauf habt, dann gönnt euch doch Dark Envoy bei Steam. Ich habe es zum Glück gratis vom Entwickler bekommen, aber wollte ich das Game natürlich trotzdem mal zeigen. So, bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.